Ein herzliches Grüß Gott aus Cordoba, liebe Freunde des runden Leders und der körperlichen Ertüchtigung. Das Wiener Fernsehen hat sich entschlossen, aus Kostengründen keine Berichterstatter, keine Fernmelder aus der Heimat für dieses sportliche Großereignis zur Verfügung zu stellen, sondern auf deutschstämmige, in Argentinien ansässige Menschen, Kommentatoren, wie wir es sind, zurückzugreifen. Eine Pflicht, die wir fürs Vaterland gerne erfüllen. Sportkamerad, Diplom-Ingenieur Jörg Essemann und ich, wir sind seit 1945 in Argentinien, wo wir herzlich aufgenommen worden sind. So ist es. Während wir in der Heimat als Kriegsverbrecher denunziert werden. So ist es leider auch. Nun zum Spiel. Es ist ein herrlicher Sommertag hier in Córdoba. Kommen wir gleich zur Mannschaftsaufstellung. Um 13.45 Uhr wird angeschossen. Mit im Tor Meier und Consiglia. Außerdem in der deutschen Mannschaft, die heute 22 Spieler hat, Fuchs, Rüssmann, die Kersberger, Kreuz, Abramczyk, Krieger, Bär, Obermeier, Petze, Kalz, Rojas, Kadiz, Krankel, Rumenige, Saras, Strasser, Bonhof und Schachner. Es ist, wie Sie merken, ein verrücktes Spiel, weil unsere Mannschaft gar keinen Gegner hat. Hier steht nur eine deutsche Mannschaft auf dem Platz, betreut von den Sportskameraden Schön und Zenikovic. Schiedsrichter heute ein gewisser Abraham Klein aus Israel. Jeder weitere Kommentar überflüssig. Und 19. Minute 1:0 für Deutschland. Bravo, Rummenigge. Der Rummenigge was? Der Karl-Heinz Rummenigge, der blonde Gott aus Detmold. Und da kommt der Hubert Vogts, der Vogts Hubert Berti, der Kämpfer vom Niederrhein. Er steht 2:0 für Deutschland. Ja, was ärgert er sich denn, der Hubert? Was ärgert er sich denn so? Er hat doch getroffen. Er hat doch getroffen, der Vogts. Vielleicht ärgert er sich, wie wir, über den deutschen Zeugwart, der nicht in der Lage war, allen Spielern das gleiche weiße Sporthemd zur Verfügung zu stellen. Und hier 3:0 für Deutschland durch Kranke Johannes, den bergdeutschen Bomber. Der Johannes Kranke war's. Ein Trainingsspiel quasi, meine Herren. Aber flott. Und es macht Spaß, den deutschen Körpern bei der Arbeit zuzusehen. Und hier schon das 4:0 für Deutschland. Es ist Hölzenbein, der Bernd Hölzenbein, der Herr Lodri aus Hessen. Und da werde ich narrisch. Da schießt der Johannes Krankel das 5:0. Lassen Sie sich bitte durch die Ergebniseinblendungen der Feindpropaganda nicht in die Irre führen. Deutschland also 5:0 Sieger gegen sich selbst. Das Spiel ist aus. Der Sieg ist unser und ich möchte mich im Namen aller deutschen Kriegskameraden hier in Südamerika recht herzlich verabschieden. Ein stolzer Gruß in die Heimat und danke dafür, dass man uns offensichtlich noch nicht ganz vergessen hat.